Sie haben ein bewegtes Leben. 100 Jahre. Geprägt von Krieg und Neuanfang. Persönlichen Glücksmomenten und Schicksalsschlägen. Norddeutsche erzählen ihre Geschichte. Ein Jahrhundertleben. Mein Alter ist ja alle nicht aufgeklärt worden. Meine Mutter auch schon nicht. Rucki Zucki waren ja 4 Kinder, da war ja kein Problem, ne? Man muss manches einstecken, glaube ich. Wenn man einen Mann hat, der immer gerne das Wort hat. Also meine Nächte waren sehr, sehr kurzweilig. Sehr kurzweilig. Ja, und so habe ich mich durchgekämpft durchs Leben. Ich habe auch nie gewusst, dass ich zu alt wäre. Ich weiß gar nicht, wo ich die Jahre gelassen habe. Ihr Lebenstraum? Schauspielerin. Sie bekommt 6 Kinder, ist viele Jahre alleinerziehend. Als sie mitten im Krieg nach Deutschland umsiedelt, ist das ein Kulturschock. Ich heiße Hermine Trimde. Ich bin geboren in Riga 1919. Und das ist genau 3 Monate nach Abschluss des Friedensvertrages, nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Und ich heiße, mein Mädchenname war Hermine Weinowska. 2 Lebensweisheiten haben die 102-Jährige geprägt. Was du willst, das kannst du. Und wo Licht ist, ist auch Schatten. Hermine Trimde lebt im Stadtzentrum von Rostock, in einer Seniorenresidenz. 2-mal in der Woche unternimmt sie etwas mit der Studentin Claudia Greiner. Die Frauen sind mittlerweile wie Freundinnen, auf Augenhöhe. Also wir erleben den entwicklungsreichsten Jahrhundert aller Zeiten. Ja. Und ich bin froh, dass ich in diesem Jahrhundert lebe. Und ich habe als Kind Graf Zeppelin fliegen gesehen. Und da habe ich ja Angst gehabt, an die Hauswand gedrückt. Das fällt mir doch auf den Kopf, das kann doch da nicht umbleiben. Aber es ist umgeblieben. Ja. Und an Autos, von Autos so Angst gehabt. Und es wurde ja alles mit Pferdewagen wurde geliefert. Früher hat Hermine Trimde auf der Bühne gestanden. 1938 in Riga. Mehr als 80 Jahre später erfüllt sie sich nochmal den Traum von der Bühne. Sieht toll aus. Ja? Ja, so schön. Schade, dass ich mein Gesicht nicht sehen kann. Ich kann ja mich nicht sehen, ja? Ja, ja, ja. Schminken musste sie sich damals selbst. Oh, ich mache Ihnen noch ein klein bisschen Rouge auf die Wangen. Rouge, das macht noch ein bisschen jugendlicher und ein bisschen frischer. Danke. Leuchten in den Augen. Wunderbar, ich finde sie großartig. Schön. Ja. Wieder was Neues. Ja, ja. Wieder also, was Neues. Ist, man muss lange leben, damit man was erlebt. Ja, sehr schön. Ja, Herminchen, wenn du dich nur sehen könntest, aber kannst du nicht sehen. Ich habe lustigerweise gestern habe ich gerade ein kleines Mädchen von Freunden getroffen, die heißt Hermine und die ist 2 Jahre alt, genau 100 Jahre jünger. Ja, wisst ihr mal, sind jetzt öfters mein Name kommt jetzt im Vorschein. Ja, ja war ich auch. Dabei ich mache meinen Namen gehasst. Das ist solche alte, vertrocknete Jungfer oder dann oder solche hässliche alte Frauen waren das. Es war kein junges, nettes Mädchen. 3-mal ist Hermine Trimde verheiratet. Seit 21 Jahren ist sie Witwe. Na Claudia, gefall ich dir? Sieht sehr gut aus. Schade, dass keiner verliebt sich in mir. Wer weiß, was noch kommt heute. Solange man lebt, so lange soll man auch lieben. Ne? Ja, ja, das stimmt wohl. So. Ja. Wie es sich anfühlt, auf der Bühne zu stehen, hat sie nie vergessen. Da können Sie erst mal Platz nehmen. Hallo, wertes Publikum, hier bin ich. Seit 10 Jahren kann Hermine Trimde nur noch Schemen sehen. Ich mache die Augen für Sie. Ich mach das. Ja. Vor uns ist der Zuschauerraum mit einer 2. Etage. Ja, das war da. So ein, da ist eine Erhöhung, ist da. Genau. Und eine Erhöhung da ist das so. Das ist schlecht.
Seit fast 50 Jahren hat sie hier kaum eine Operette verpasst. Die leichte Muse liebt sie, seit der Kindheit. Hermine wächst mit Bruder Alfred und Schwester Erna im lettischen Riga auf. Ihr Vater Bäcker, die Mutter Weißnäherin. Riga damals eine der Kulturmetropolen Europas. Bin ich schon überall so in der Schule, in der Chor gewesen und den Tanzen. Überall, wo was los war, da war ich dabei. Und einmal sind meine Eltern mit mir in unser Theater gegangen und da wurde eine schöne Operette aufgeführt, die Blume von Hawaii. Und das war so wunderschön, da habe ich gesagt, ich will nur Schauspielerin, jetzt will ich das werden. Mit 15 geht sie auf die Schauspielschule. Mit 19 bekommt sie ihr erstes Engagement. Mit 20 ist ihre Karriere beendet. Sie wird schwanger, heiratet. Im Zweiten Weltkrieg ruft Hitler alle Baltendeutschen heim ins Reich. Auch ihr erster Mann gehört dazu. 25. Februar 1941 habe ich deutschen Boden betreten. Ich kam in eine Kleinstadt, und aus schöner Metropole Riga und dann in Kleinstadt. Da bin ich immer mit Stöckelschuhen gelaufen und schick angezogen. Und da liefen die Frauen mit Kittelschürzen und so. Ja, und die haben mir gesagt, wie ich Wäsche waschen soll und wie ich einkaufen soll. Und es waren aber sehr hilfsreiche Menschen waren da, ja. Die Ehe scheitert. 1952 zieht Hermine mit ihren mittlerweile 4 Kindern nach Rostock. Sie macht eine Ausbildung zur Krankengymnastin, lernt ihren zweiten Mann kennen, bekommt noch 2 weitere Kinder. Auch diese Ehe scheitert. Immer berufstätig behauptet sie sich als alleinerziehende Mutter in der DDR, wird sogar Chefin der Physiotherapie der Frauenklinik an der Uni Rostock. Eigentlich weiß ich das heute, kann ich gar nicht wissen, wie das möglich war. Jeden Morgen bin ich 5 aufgestanden, habe ich alles für meine Kinder vorgesorgt, auch für die Schule alles in Ordnung gemacht. Und dann habe ich die Wohnung verlassen und 7 fing ich an zu arbeiten. Ja, und dann, als ich dann nachmittags 5 nach Hause kam, dann musste ich mal Wäsche waschen und Abendbrot kochen, machen und das Geld reichte ja nicht aus. Das war damals genauso wie heute, dass alleinstehende Frauen also kommen schlecht mit ihrem Geld durchs Leben. Dann habe ich der Fachschule Unterricht gegeben und ich habe noch geschneidert nebenbei. Also meine Nächte waren sehr, sehr kurz. Sehr kurz waren die. Ja, und so habe ich mich durchgekämpft durchs Leben. Sie sagt, ihr größter Schatz und größter Halt sind ihre Kinder. Bis heute hat sie engen Kontakt. Nur Tochter Yvette ist mit 42 gestorben. September 1989. Fast 4000 ausreisewillige DDR-Bürger sind seit Juni in die Prager Botschaft geflüchtet. In Sonderzügen dürfen sie endlich in die Bundesrepublik. Unter ihnen Hermines zweiter Mann. Sie und ihr Sohn reisen hinterher. Da sind wir nach Hamburg gefahren, den ersten Tag gleich. Also ich kann das nicht beschreiben. Ich bin mit den Menschen allen so mitgegangen und das war wunderbar, war ein wunderbares Gefühl war das. Ja, das waren Zeiten und nun sind wir alle eins. Wie schön ist das, wunderschön ist das, ja. Kurz vor ihrem 100. Geburtstag fährt sie mit ihrem jüngsten Sohn und ihrer Schwiegertochter noch einmal nach Riga. Sehr schön, da habe ich meine Heimat gesehen und da gesehen habe und enttäuscht war ich auch. Ja, weil das war nicht mehr mein Riga, die ich verlassen habe, sondern eine moderne Großstadt.
Seit 10 Jahren lebt Hermine Trimde in einer Seniorenresidenz. Sie liebt es gesellig. Lange leitet sie eine Seniorentanzgruppe, gewinnt sogar mal einen Choreografiepreis. Gucken Sie mal, die schöne Gemeinschaft. Ja? Wie freuen sich alte Leute, wenn Musik ist und wenn alle also tanzen und alle lustig sein können. Das ist doch eine große Abwechslung für uns. Außer ein großes Geschenk, weil uns Freude geschenkt wird. Ja. Prost. Mit ihren 102 Jahren gehört sie zu den begehrtesten Tänzerinnen hier. Ihr Lieblingspartner ist Harry. Sind die beiden gemeinsam in einem Raum, wird getanzt. Unter Menschen sein und aktiv bleiben. Das ist Hermine Trimde wichtig. Jeden Tag macht sie einen Spaziergang an die Warnow, zu ihrem Lieblingsplatz. Ein wunderbarer Anblick. Das ist jetzt mein Baum, weil da so ein kräftiger Stamm ist und bilde ich jetzt ich zu sein, ja. So, und dann da sind 6 kräftige Äste. Das sind meine 6 Kinder. Und 1 von diesen 6 ist abgesägt. Also sind noch 5 ganze und 1 Schummer. Und deswegen ist das mein Baum. Ja, und vor 10 Jahren war er klein. Ist das nicht ein praktischer Baum? Wunderbar, ne? 102 Jahre Leben. Von Riga nach Rostock. Von Schauspielerin zu Physiotherapeutin. Jeden Tag sieht sie als Zugabe. Es ist so gut, wie es war, ja. Ich bin so glücklich, bin ich. Ja. Jeden Abend sage ich, wie schön, es geht ja so gut. Als Kind muss sie ihre Heimat an der französischen Grenze verlassen. In Norddeutschland neu anfangen. Wird von der Familie getrennt. Und als der Krieg schon lange vorbei ist, verliert sie erneut alles, was sie besitzt. Mein Name ist Anna Clara Möschter, geborene Fischer. Geboren 13.08.24 in Bildstock in Saarbrücken. Ihr Lebensmotto? Das Leben ist nur geliehen. Umso mehr genießt sie jeden Tag. Weißt du noch, was wir an deinem 99. machen? Am 99. Ja, das ist ein Sonntag. Da gehen wir zum Fischmarkt. Richtig. Aal essen. Bei Aale, Dieter. Wenn du den nicht überlebt hast. Wenn es den dann noch gibt. Enkel Florian ist gern bei seiner Oma. Sie freut sich für andere. Sie freut sich, wenn alle beisammen sind. Sie freut sich, wenn alles gut ist. Für sie ist immer alles gut. Bei meiner Oma gibt es nichts Schlechtes. Ich habe mit meiner Oma noch nie ein Gespräch geführt und habe das Gefühl, ich spreche mit einem negativen Menschen. Es gibt nur positive Aspekte. Und das bei all dem, was sie erlebt hat. Spaziergang mit der Familie über die Hamburger Reeperbahn. Vor vielen Jahren wohnte sie hier ganz in der Nähe. Hat sich das hier verändert? Aber diese Häuserreihe, die ist dann immer schon. Für mich ist es ein Erlebnis, weil ich ja jahrelang nicht hier war. Ja. Ich bin hier gleich zu Hause gewesen. Von Anfang an. Zusammen sein mit ihrer Familie und gemeinsam essen. Das macht Anna Möschter glücklich. Das kann auch einfach nur die Currywurst auf dem Kiez sein. Ja, schön gestern. Aufgewachsen ist sie weit weg von Hamburg. Das Familienleben war sehr schön. Ich war ja mit 8 Geschwistern. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Also reich waren wir nie. Mein Vater war Alleinverdiener als Bergmann. Ich konnte ja schon ein bisschen nähen. Da habe ich als Weißnäherin angefangen in Saarbrücken. In einer
Fabrik, da wurden Tischdecken, Teesets, all sowas, Bettwäsche, Knopflöcher, alles gemacht. Da habe ich gelernt, von März bis September der Krieg kam. Die Familie lebt in einem kleinen Ort bei Saarbrücken nahe der französischen Grenze. 1939 wird das Grenzland evakuiert, die Familie nach Goslar gebracht. Anna Möschter wird von ihrer Mutter und ihren Geschwistern getrennt, arbeitet in einem Hotel. Das war gar nicht so einfach. Das Getrenntsein, das war noch schlimmer. Damals war die Kindheit vorbei. Das sind Erinnerungen, die bleiben auch. Wie Millionen Menschen erlebt sie schon früh, was es bedeutet, die Heimat verlassen zu müssen. Als sie ein Jahr später zurückkehren, ist ihr Haus verwohnt und kaputt. Doch ihr Leben nimmt dann eine überraschende Wende. Mein Mann habe ich kennengelernt durch Brieffreundschaften. Und 1942 hat mein Mann mich besucht. Er kam mit dem Zug von der Wehrmacht in Urlaub zu mir. Da war er in meinem Elternhaus. Ja, wir haben uns gut verstanden. Und hat er gesagt, wir schreiben uns weiter. Und das ging wunderbar. 42, und dann haben wir uns verlobt. Und 44, im Herbst, hat er gesagt zu meinem Vater, ich nehme jetzt Anschen mit nach Hamburg und da bleibt sie bei meinen Eltern. So ganz einfach war das nicht mit Schwiegermutter. Ja, hier ging das. Das geht doch gut, Florian. Du bist ja fix unterwegs. Ganz schnell. Nur die Holpersteine, die machen. Dann musst du da vorne wieder auf das Rote. Hier im Friedrich-Ebert-Hof in Hamburg-Bahrenfeld wohnt sie zunächst mit ihren Schwiegereltern, lange bevor ihr späterer Mann mit einzieht. War eine schöne Wohnung. Ja? 2,5 Zimmer. Aber wir hatten keine Badewanne. Das war nur ein Waschbecken. Keine Badewanne? Nee. 3 Jahre ist sie verlobt. 1945 heiraten sie und Ernst Möschter. Damals gab's doch nichts. Das war 8 Wochen vor Kriegsende. Wir haben in Altona geheiratet. Da hatte ich wissen Sie, was ich anhatte? Von einer Wolldecke einen Mantel genäht von der Wehrmacht. '49 Silvester ist mein Mann mit mir nach Waltershof mit dem Dampfer gefahren. Da ist er im Kleingartengelände. Da hat er zu mir gesagt, und hier bauen wir unser Haus. Das Schlimmste war, wir hatten ja keine Steine, wir hatten ja auch nicht so viel Geld. Wir durften aber, in Wilhelmsburg waren ja noch Trümmer vom Krieg, vom Bombenkrieg. In den Trümmern habe ich die Steine vom Haus geputzt. Jeden Stein. 500 Stück habe ich geklopft. In diesem Haus bekommt sie 5 Kinder, 4 Jungen und ein Mädchen. Die Kinder haben draußen gespielt, Tag, den ganzen Tag. Wir haben doch keinen Kindergarten gekannt. Und dann bekommt sie überraschend ein Jobangebot von einem Postbeamten. Da kam der von Harburg bei uns ins Haus, hat sich alles angeguckt, da hat er gesagt, hier bauen wir eine Post hin. Im Haus, im Wohnzimmer, habe ich zuerst gearbeitet. Fenster aufgemacht, da kamen die Kunden. Ja, mein Mann, ja, der hat erst, wie das früher war, die Frau braucht nicht arbeiten gehen. Weihnachten war das ganz schlimm mit den vielen Paketen bei mir. Die lagen alle draußen auf der Terrasse, da unter dem Dach, da waren die Pakete alle, teilweise im Wohnzimmer. Und seit 1968 habe ich mein eigenes Konto bei der Post. Das ist mein besonderer Stolz. (lacht) 1962 flutet die Elbe Hamburg. Auch die Dradenau. Eine Flussinsel, auf der ihr Haus steht.
bei uns ist das Wasser 100 Meter vom Haus stehen geblieben. Da haben wir 62 sehr viel Glück gehabt. Wir haben 76 alles verloren. Waschmaschine kaputt, Bügelmaschine kaputt, Kühlschrank kaputt, Keller voll Wasser. Im Keller lagen noch 8 Zentner Kartoffeln. Alles unter Wasser. Ganz schlimm, ganz schlimm. Wir mussten alle raus. 76 war die Straße noch weg. Die Möschters ziehen vom eigenen Haus in eine Mietwohnung am Michel. Da habe ich gewohnt, da die Haustür. Ja. Von da an sind Hafen und Reeperbahn ihre Nachbarschaft. Die Kinder haben immer zum Michel geguckt. Da stand immer die Hochzeitskutte, da war ja alles frei. Da kam sonnabends die Hochzeit, die weiße Hochzeitskutsche. Eine Zeit, an die sie gern zurückdenkt. Dankeschön. ...1984 endet ihre Arbeit bei der Post. Ihr Büro ist inzwischen im Fernsehturm. Sie freut sich auf die Rente und die gemeinsame Zeit mit ihrem Mann. Leider ist er 2 Jahre später verstorben. Mein Mann ist September gestorben und dann waren sie alle Weihnachten bei mir. Haben sie einen Tannenbaum gebracht. Mama, den musst du jetzt schmücken. Ich sage, ich kann doch keinen Tannenbaum schmücken. Mama, das musst du lernen. Kurz nach seinem Tod wird sie mehrfache Oma. Die Zeit mit ihren Enkeln hilft ihr bei der Trauer. Die Kinder haben mich jung gehalten. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich habe auch nie gewusst, dass ich so alt wäre. Ich weiß gar nicht, wo ich die Jahre gelassen habe. Kurz nach diesen Dreharbeiten, am 4.12.2021, stirbt Anna Möschter friedlich zu Hause. Ihre Familie ist bei ihr. Von Tauschwirtschaft im Osten Deutschlands und dem schönsten gemeinsamen Tag im Leben. Von 76 Jahren Ehe und dem Kennenlernen im Panzergraben. Ein Jahrhundertleben zu zweit. Mein Name ist Heinz Müller. Ich bin 1923 am 28. Mai in Barth geboren. Ich bin Ingeborg Müller, geborene Fabricius. Ich bin geboren in Stolp 1923 am 14. Oktober. Seit fast 77 Jahren leben sie gemeinsam im vorpommerschen Barth. Ihre schönsten Erinnerungen in einer Pralinenschachtel. Besuch aus Zürich von den Urenkelinnen Mette und Grete. Das ist gut, dass du die Bilder noch hast. Ist das Uroma? Ja, das ist unsere Uroma. Wo ist das hier? Am Wasser? Das ist aber nicht. Ist das in Zingst oder? Nein, das ist in Hinterpommern in Stolpmünde an der Ostsee. Ich bin in Stolp geboren. Und Stolpmünde war 20 Kilometer von der Ostsee weg. Und jetzt ist es ja Polen. Und da komme ich her. Und das ist in Stolpmünde. Als junge Frau verbringt sie fast jedes Wochenende dort. Unter der Woche lernt sie Verkäuferin für Oberbekleidung und Strickwaren. Was hast du da noch? Ja, mein Vater, der war im Artistenclub in Barth hier. Das war die Riege. Artistenclub Barth, und da waren seine ganzen Siege, die er errungen hat als Ringer und Gewichtheber. Ne? Heinz Möller hat eine behütete Kindheit. Er stammt aus einer alteingesessenen Barther Familie. Der Vater hat eine eigene Gärtnerei, baut Obst und Gemüse an. Jedes Jahr zum Geburtstag gibt es einen Ball, der meist noch am gleichen Tag kaputtgeschossen wird. Und der Krieg kam 1939, ne? Ja. Ich war nicht kriegsverwendungsfähig mit meinem Gehör.
Ich hatte einen Gehörfehler, ne, und war deshalb GVH, das heißt Garnisonverwendung dienstfähig Heimat. Meine ganzen Kumpels, die KV waren, also kriegsverwendungsfähig, die kamen zu ihren Einheiten nach Russland hin und ich blieb in der Heimat. Und das hat mir praktisch das Leben gerettet. Ne? Bin nach der Schule, nach 8 Jahren Schule, 1 Jahr noch so eine Haushaltsschule gemacht. Und dann habe ich Verkäuferin gelernt für Oberbekleidung und Strickwaren. Und wie ich dann fertig war nach 3 Jahren, da kriegte ich dann Bescheid, ich müsste zum Arbeitsdienst. Das habe ich eigentlich ganz gerne gemacht. Und ich war der Ausbilder und war Ortskommandant. Und da war meine Frau mit ein paar hundert Mädchen waren das. Und ich war mit meiner Front da eingeteilt. Wir sollten ihnen zeigen, wo eine vorgeschobene Hörposten hinkam, wo eine MG-Stellung gebaut wurde und so weiter. Das mussten alles diese Mädchen, die sie abkommandiert hatten, die mussten das machen. Wir gaben nur ihnen die Anweisung, oder ja, hier, da kann das hin, da kann das hin. Gemacht haben die selber nichts. Ne? Der Liebe tut das keinen Abbruch. Ein Jahr später, am 13. Oktober 1945, heiraten sie. Auf der Wasserburg Diewitz, am Ortsrand von Barth. Die Eltern von Heinz sind kurz nach dem Krieg hier einquartiert worden. Wir konnten nicht groß feiern, weil wir umgeben waren von Russen. Ne? Wir wohnten ja am letzten Haus von Barth zum Flugplatz hin. Ne? Und der ganze Flugplatz war belegt mit Russen. Wenn die in die Stadt wollten, mussten sie immer unterm Haus vorbei. Ne? Und wie das nun losging mit der Hochzeit, da haben wir gesagt, wir können hier nicht feiern, die Russen gehen doch, wenn die das sehen, die machen doch den Zirkus hier, ne? Die kriegen das doch mit. Und das haben wir aber so geschickt gemacht, dass die das nicht mitgekriegt haben. Wir haben oben gefeiert, ne? Aber alles verschlossen, da kam keiner rein und so laut wurde auch nicht gefeiert. Mein Vater, der hatte für Gemüse gesorgt und Obst, seine Freunde, das waren meistens alles Bauern, die hatten dann Fleisch besorgt. Dann hatten wir einen Fischer, der hat Aale besorgt. Und dann hatten wir einen, der hat den Schnaps besorgt. Also wir haben so viel seltene Lebensmittel gehabt. Und in reichlichen Mengen, wie wir nachher nie mehr erlebt haben. Rucki zucki waren ja 4 Kinder, da war ja kein Problem. Ne? Und dann, ja, nun musste ich aber auch für Bekleidung sorgen und. Und das war oft nur möglich, indem man Gegenleistungen hatte. Entweder hatte ich dann Obst anzubieten oder Gemüse anzubieten. Ne? Ja. Und so haben wir mit den Textilverkäufern in Barth, wir waren ja alte Barther, haben wir uns versucht, einzutauschen. Ne? Du hast das, ich kann dir denen geben und so. Und das hat ganz gut geklappt. Ne? Heinz übernimmt die Gärtnerei seines Vaters. Anfang der 1950er Jahre geht die Parzelle in eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft über. Er studiert Gartenbau und wird Chef einer der großen volkseigenen Gärtnereien in Barth. Eine privilegierte Stellung damals in der DDR. An und für sich habe ich da nicht schlecht gelebt. Wir sind immer gut ausgekommen, finanziell und auch so. Ne? Aber beim Klassentreffen, da haben wir mal wir waren dann nur 5 Mann aus der DDR, die anderen waren alles Westdeutsche, da haben wir mal ganz alt ausgesehen. Ne? Was haben die aufzuweisen gehabt und was hatten wir? Das ging los beim Auto und endete bei Klamotten. Ne? Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. 9. November 1989. Mauerfall. Die Müllers reisen danach mit dem Bus nach Spanien, Österreich und Bornholm. Ihre beiden Söhne leben noch heute in der Nähe. Das sind unsere Kinder, die 4 Kinder mit ihren Ehepartnern. Ne?
Ihre zwei Töchter mussten sie schon beerdigen. Die ältere vor einem Jahr, die jüngere vor 4 Jahren. Die hatte auch Krebs. Heute haben die Leute alle Krebs, ne? Furchtbar. Also da kommt man gar nicht drüber weg, wissen Sie. Das ist furchtbar. Ich kann manchmal abends gar nicht einschlafen, denn es geht mir alles so durch den Kopf. Nicht? Und das ist alle beide gleich weg. Aber wir haben ja noch die beiden Jungs, der Peter und der Jörg. Und sie haben 10 Enkel. 15 Urenkel und 2 Ururenkel. Ja, ich war natürlich verbunden mit dem Mittler. Jeden Sommer kommen auch Mette und Grete aus der Schweiz. Sie sind stolz, Urgroßeltern zu haben, die schon fast ein Jahrhundert leben. Die komplette Familie war das letzte Mal im vergangenen Jahr zusammen, bei der Kronjuwelenhochzeit von Inge und Heinz, und haben 75 Jahre Ehe gefeiert. Trennung war nie ein Thema. Also ich hätte gar keine Gründe zum Klagen gehabt. Meine Frau kann sich da nicht beschweren. Die hat mit mir, ich will das hier noch mal betonen, ja, außerordentlich Glück gehabt. Ne? Ja, ja? Sie hätte es bedeutend schlechter antreffen können. Ne? Aber, ne? Was? Stimmt. Naja, jedenfalls. Naja, man muss manches einstecken, glaube ich. Wenn man einen Mann hat, der immer gerne das Wort hat, da muss man manches, denn ist man lieber ruhig und sagt, lass ihn mal reden. Aber sonst haben wir uns eigentlich immer ganz gut verstanden. Vor 8 Jahren sind sie noch einmal umgezogen in eine schicke neue Wohnung am Hafen von Barth. Haben sich komplett neu eingerichtet. Hat sich doch schon gelohnt, sagen die beiden. Aufgewachsen in einer sozialdemokratischen Familie während des Nazi-Regimes. Kaum genug Geld zum Essen. Immer am Rande des Existenzminimums. Schafft im Nachkriegsdeutschland den Aufstieg. Mit mehr als 90 Jahren geht sie nochmal einen ganz außergewöhnlichen Weg. Ich heiße Irmgard Eiben, bin 18.05.25 in Rüstringen geboren, jetzt Wilhelmshaven. Und hier wohne ich immer noch. Ihr Motto? Es ist nie zu spät. Vieles, was sie verpasst hat, holt sie jetzt nach, mit 96 Jahren. Irmgard Eiben gibt Gas, wo andere bequem werden. Sie ist seit kurzem auf Leo unterwegs, ihrem Elektromobil. Fahren darf sie es aber erst, seitdem sie wieder hören kann. Und auch beim Hören hat sie eine ungewöhnliche Geschichte hinter sich. Noch vor 2 Jahren war Irmgard Eiben nahezu taub. Sie beschließt, sich ein Cochlea-Implantat einsetzen zu lassen. Hörtraining. Genau, jetzt hören Sie ein Volksfest im Hintergrund. Schule. Jawohl. Jetzt höre ich, höre. Ja, ich weiß. Das hatte der sehr laut. Mhm. Ich habe das ja geerbt, diese Schwierigkeit. Nehme ich an. Jetzt merke ich ja selber schon, wann es Fortschritte macht. Mhm. Oder ich merke die Fortschritte selber. Mhm. Das ist so wie heute Morgen. Da habe ich das erste Mal Musik als Musik gehört. Und habe auch eine, wurde in Englisch gesungen, habe auch einige Worte davon mitgekriegt. Das war schon ein schöner Anfang heute Morgen. Irmgard Eiben, Geburtsname Bodenstab, wächst in einer Wilhelmshavener Arbeiterfamilie auf. Ihre Mutter ist Näherin, ihr Vater arbeitet auf einer Werft. Als Sozialdemokrat verliert er nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten seinen Job, bleibt jahrelang arbeitslos. Meine Mutter nähte, auch für fremde Leute, weil ja das, dieses Arbeitslosengeld könnte man ja keine Familie mit ernähren. Also Bekleidung war immer gut, ich war immer schick.
Trotz der Repressalien bleiben Irmgard Eibens Eltern ihrer sozialdemokratischen Gesinnung treu. Wir hatten ja so Vorrichtungen am Fenster. Das wurde alles vom Bauernverein geliefert, beziehungsweise von den Nationalsozialisten. Es wurde angebracht draußen am Fenster und man brauchte den Stiel nur da reinstecken, dann war die Fahne draußen und man konnte es überall sehen. Und ich, als ich aus der Schule kam und sah, bei uns war keine Fahne. Und ich meine Mutter dann gefragt habe, warum hast du keine Fahne rausgehängt? Der Antwort, oh, das habe ich wohl vergessen. Aber sie hat sich trotzdem nicht gerührt, sie hat nichts getan. In dem Fall hat die Fahne nicht rausgehängt. Das war eben vergessen. Wir mussten ja marschieren in der Stadt. Und weil ich keine, meine Eltern Sozialdemokraten waren und da absolut nichts für übrig hatten, für die Nazis, da kriegte ich keine Uniform. Und meine Mutter sah mich in der Stadt und war entsetzt, dass ich nun ganz hinten marschieren musste. Und das hat ihr dann letztendlich den Puff gegeben, dass sie mir doch noch mit viel Zureden hat sie mir dann einen dunkelblauen Rock und so, das war ja auch die Uniform, dunkelblauer Rock, weiße Bluse und die wunderschöne gelbe Jacke. Also, und die Berchtesgadener Strickjacke. Ausflug zum Hafen mit Ingeborg Minett, Irmgards bester Freundin. Erinnerungen auffrischen an die Kriegszeit. Guck mal, das ist. Was hast du denn da gearbeitet, Irmgard? Im Büro, ne? Im Büro. Im Büro. Und da wart ihr dienstverpflichtet. Ja, dienstverpflichtet war ich nicht. Du war nicht. Zivil angestellt. Du war warst zivil. Oh, ja. Wir wussten ja schon am Klang der Flugzeuge, welche das waren. Und nachher wusste man, wenn die Großen kamen, die wollten nicht zu uns. Die flogen weiter. Dann nachher ist Dresden. Die mussten ja alle hier rüber. Da brauchten wir keine Sorge haben. Die wollten uns nicht, die wollten ja da hinten. Die haben höchstens auf der Rücktour, wenn sie noch was an Bord hatten, dann wurde das noch runtergeschmissen. Bei Kriegsende liegen 60% der Wohnfläche Wilhelmshavens in Trümmern. Die Not ist groß. Denn wir waren ja haarscharf mit unseren Lebensmitteln, Karten. Das war alles haargenau berechnet. Wir blieben am Leben, also sterben brauchten wir nicht. Aber das Leben war auch verdammt schwer. Irmgard Eiben trifft sich regelmäßig mit ihren Freundinnen Ingeborg Minett und Regina Gabriel, der Logopädin. Sie erzählt gerne vom Neuanfang und der Liebe. Mein Mann nach dem Krieg, der ist 48 aus der Gefangenschaft gekommen. Im Schützenhof haben wir gefeiert. Und dann hat mein Mann mich gleich geschnappt. Und dann haben wir den ganzen Abend zusammengetanzt. Das war schön. Da fing das an. So fing es an. Wenn man jung verliebt ist, ist es immer schön. Das ist egal, wie alt man ist. Heute sagt man ja immer von Schmetterlingen im Bauch. Kannten wir noch nicht den Ausdruck. Bei uns haben wir Herzrasen. 1950 verloben sich Irmgard Bodenstab und Egon Eiben. Und heiraten kurz darauf. Mit ihren Freundinnen redet Irmgard Eiben heute viel über diese Zeit. Auch darüber, wie sich ihr Blick auf Themen wie Sexualität und Aufklärung gewandelt hat. Und wie wenig sie früher eigentlich darüber wusste. Mein Alter ist ja alle nicht aufgeklärt worden. Meine Mutter auch schon nicht.
hat mich nicht aufgeregt, mit keinem Wort, wurde nie drüber gesprochen. Und das ist das, was mir später, glaube ich, mal so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, weil man von nichts eine Ahnung hatte, gar nichts. Bei uns war das Pflicht. Mhm. Nicht nur, aber hauptsächlich. Mhm. Also von Spaß hat doch bei uns keiner geredet. 1951 wird Irmgard Eibens erster und einziger Sohn Thomas geboren. Nee, von der Geburt wusste ich davon nichts. Ich wusste nur, dass es keine Krankheit ist und ich nicht ins Krankenhaus wollte. Das sollte zu Hause sein. Gemeinsam, als Familie, bauen sich die Eibens eine eigene Existenz auf. Irmgards Mann macht sich als Heizungsbauer selbstständig. Sie kümmert sich im Betrieb um die Büroarbeit und um Sohn Thomas. Irmgard Eiben schafft den sozialen Aufstieg. Ihr Ehemann stirbt in der Neujahrsnacht 2006. Ein Wendepunkt in ihrem Leben. Und auch ein Neuanfang. Sie baut neben ihrem Familienhaus ein neues Haus. Dort lebt sie seitdem weitgehend selbstständig. Ihr Sohn wohnt heute in Süddeutschland, ist nur selten zu Besuch. Man ist allein plötzlich und muss sehen, dass man damit fertig wird. Und ob man damit klarkommt. Auch viele von Irmgard Eibens alten Freundinnen sind schon gestorben. Wie denkt sie selbst über den Tod? Und darüber, ob danach noch etwas kommt? Meine Seele, das glaube ich noch eher, dass da was von bleibt. Und es gibt ja hier so ein Ritual, wenn einer stirbt, macht man die Fenster auf, damit die Seele raus kann. Also das sind Sachen, die mich schon mich irritieren, aber die mich auch beschäftigen. Hundert Jahre Leben, voller Umbrüche und Neuanfänge. Was bleibt? Was fehlt? Was kommt vielleicht noch? Es ist so gut, wie es war, ja. Ich bin so glücklich, bin ich, ja. Jeden Abend sage ich, wie schön, es geht ja so gut. Ich weiß nicht, was nach dem Tod ist. Vielleicht sehe ich meinen Mann ja wieder. Ich wäre nicht mehr so stur. Ich würde etwas gelassener alles angehen und mehr auf andere eingehen noch. Das wär's.